Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Odyssey mit dem Ralf von der letzten Folge. Haben wir hier und da ein paar Nebenquests gemacht. Wir sind auch noch mittendrin in einer Nebenquest, wo wir einen Botengang machen sollen. Und mir läuft ein Viech durch die Linse. Ja, wir waren auch in einem Grab in der letzten Folge und haben da eine coole Rüstung gefunden, die mir aber nichts bringt, weil ich nicht den Assassinenweg gehen möchte, sondern da wir ja ein Spartaner sind, gehen wir durch den Weg des Kriegers, nicht des Assassinen. Aber jetzt machen wir das mit dem Nebenquest, wir sollten dem Typ irgendwas geben. Wichtige Lieferung für dich, von einem Politiker. Ah ja, darauf habe ich schon sehnsüchtig gewartet. Hier, deine Bezahlung. Nun, oh. Nicht schlecht. Muss ich die Quest nicht abgeben? Geil. Solche Quests liebe ich. Einen guten Bogen. Das ist aber Level 13. Da sind wir noch nicht gut genug. So, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Das können wir nicht upgraden. Das können wir auch noch nicht upgraden. Jawohl. Das machen wir. So, dann wollten wir ja... nein. Nein. Die Tierteile gehen auf den Sack. Die Saphire. Das wollte ich machen. Oh, der Schmied. Muss ich mal mein Shit verkaufen. Was genau suchst du? Alle Handelsgüter verkaufen. 300 Drachmen. Hm. Haben oder nicht haben? Da kannst du doch nicht drüber. Über Stock und Stein und dabei quittert's hier. Schade, dass ich da nicht schnell reisen kann. Aber auf den Weg dahin kann ich mir einen Schnellreisepunkt holen. Klettert da runter. So. Ein Tal überwinden ist halt einfach immer scheiße. Ich warnte mich vor Schlangen im Gras, doch damit hatte ich nicht gerechnet. Hätte ich auch hier hin müssen, vor allem, okay.
Oh je. Zack! Wo ich da wieder reingestapft bin. Ich müsste sehr langsam echt mal mein Gear upgraden. Ich halte viel zu wenig aus. Dann hol ich doch bloß auf den Aussichtspunkt da hoch. Ja, logisch. Und jetzt komme ich hier wieder hin. Ach, ihr könnt mich doch am Arsch lecken. Flieg mal dahin. Was? Okay, das sind sehr viele Gegner. Aber von hier aus treffen tue ich den nicht. Es war natürlich blöd, dass ich da reingestapft bin, ohne zu wissen, dass da welche sind. Muss ich halt rechts hochklettern. Nikolaus warnte mich vor Schlangen im Gras, doch damit hatte ich nicht gerechnet. Ey, hier dürfte keiner sein. Ich will eigentlich nur den Punkt da oben holen. Ach komm. Ich kann den Baum nicht hochklettern. Was zum Geier ist das? Und warum liegt da so ein Skelett von so einer Riesenschlange? What the fuck? Hm?
ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Okay. Okay, das hat keiner gemerkt. Alter, wie wenig Schaden werden die machen? Oh, der war gerade so schön da vorne. Kommt der und sieht den. Irina ist zu stark. Bitte bleibt noch so stehen. Bam! Das hat sich leider zu sehr angeboten. Ich hätte einfach nur schreien müssen, diese Sparta, aber das ist ja nicht Sparta. Weil wir sind ja nicht in Sparta gerade. Ich bin zwar Spartaner, aber wir sind woanders. So, der da chillt noch. Was bist du für einer? Auch so ein Dicker. Das sind zwei solche. Nö, das ist jetzt ein normaler. Oder? Ja, die haben die Plätze getauscht.
Ach komm. So. Irgendwas ist hier? Da ist auch noch einer drin. Okay. Die Steintafelhammer. Den Schatzhammer. Wir hätten dich reich gemacht, bevor wir dich getötet hätten. Es ist nichts Persönliches, Söldnerin. Deine Mutter ist es, mit der wir her sind. Zum Glück habe ich nichts gesagt bezüglich meiner Mutter. Gib doch auf. Der Kult bekommt immer, was er will. Wir haben Deimos. Wir finden deine Mutter und du wirst nicht überleben. Du bist tot. Auf Kefalenia vertraut zu haben, war ein Fehler. Nur dank mir hast du die Insel lebendig verlassen. Der Kult wollte deinen Tod. Welcher Kult? Wo sind die? Bist du ein Templer? Sieht so danach aus, dass er ein Templer ist. Weil die Templer sind älter als die Assassinen und zu der Zeit sollte es die Assassinen noch gar nicht geben. Die hat ja erst Baye gegründet und das spielt ja zeitlich nach dem hier. Wie die kleine Scherbe, die Elpenor bei sich hatte, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht brauche ich sie noch. Vielleicht lässt mich die Scherbe nachher da rein? Habe ich denn da bekommen? Aber erstmal Fähigkeit. Kann ich nicht. Erst ab 16. Langweilig. Habe ich noch irgendwas Passives, was ich steigern kann? Oh, gut. Nehme ich das mal. So, Bogen. Nehme ich mal den. Und das zerlege ich. Und Helmi. Ja, der ist niemals besser als mein Spartanerhelm. Giftschaden. Quickhelfen. Giftschaden würde sich lohnen, wenn ich meine Klingen vergifte. Ach, da war noch was, das habe ich übersehen. Hä? Wo? Die Scherbe. Hmm.
Mal gucken, was die Stiefel können. Oh, okay. Hilft mir bei Headshots. Okay, jetzt habe ich eigentlich das hier nebenbei gelöst, was ich eigentlich noch gar nicht lösen wollte. Aber gut. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Sind doch eh alle tot, also mach dir nicht ins Hemd. Eigentlich wollte ich ja da hinten in die Saphire holen. Aber so ganz zufällig nebenbei die ganzen Questlinie da voll fertig gemacht. Ja. Pumpt vorher. So, Gauli, da haben wir einen Weg, da kann ich dich wieder rufen. Beim Gelände bist du nicht brauchbar. Bleib da. Oh, hier ist ein Trampelweg, dann kannst du wieder in Einsatz kommen. Aber hier haben wir diese Festung. Oh je. Ich sehe sie. War das ein Bär? Das ist ein Bär! Vielleicht können wir von dem das Zeug holen, was wir brauchen. Das ist ein Luchs. Ist das auch ein Luchs? Okay, das könnte eine Weile dauern, das alles zu clearen. Komm schon, komm. Okay. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Lass sie mal leben, Löwe. Ich habe gerade andere Ziele im Kopf. Löwe, sag ich. Bär. Okay, der geht wieder runter. So, einer weniger. Das ist weit weg. Schon von den neuen Unterkünften gehört? Hoffen wir es alles, in denen eine Fußstube geben. Soll ich glauben, das hat man zumindest gehört.
Er geht da runter. Okay. Haben wir eine Runde gemacht. Wo geht der jetzt hin? Wie komme ich denn da hoch? Ach. Beinschienen. Immer schön alles mitnehmen. Ich liebe den Spartan-Kick. Wohin geht der jetzt? Aber das jetzt sollte ich noch schön machen. Bevor die Pisser noch auf die Idee kommen. So war es eigentlich geplant. Auch erledigt. Da sind so viele Gegner. Bin ich alleine in einer halben Stunde beschäftigt. Wenn man vom Teufel spricht, die halbe Stunde ist nämlich auch fast voll. Oder ist schon voll von der Folge. Wie viel hält der aus?
Boah, das ist bei weitem nicht tot, wenn ich ihn einmal berühre. Ja. Dann mache ich hier mal eine Pause und sage danke fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, like und subscribe und der Welt verteilen, dann wenn ihr es noch nicht schon längst getan habt, die Notification bei aktivieren, damit YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Und wenn YouTube euch nicht benachrichtigt, wann bei uns wo was geht, solltet ihr den Twitter-Account von Dennis einen Follow reindrücken und auf alle Feed-Anzeigen einstellen, weil Twitter und YouTube verknüpft sind. Und wenn wir über YouTube was machen, twittert Twitter automatisch an euch raus. In diesem Sinne geht es dann in der nächsten Folge weiter, wenn wir hier so uns durch dieses doch größere Lager mal durchmeucheln. Und ich sag dann bis zur nächsten Folge und tschüss.